Hallo und einen schönen guten Tag, hier spricht Ute. Heute möchte ich euch mal dieses Muster vorstellen, wie es gestrickt wird. Es sieht kompliziert aus oder man meint, es wäre kompliziert, ist es aber gar nicht. Wie ihr wisst, zeige ich wirklich nur Muster, die jeder nachstricken kann und wo er auch ein kleines Erfolgserlebnis bei hat. So, wie ihr seht, habe ich wieder zwei Farben genommen, um einfach mal zu verdeutlichen, wie kommt das Muster zur Geltung bei der einen oder bei der anderen Farbe. Und so sieht es dann halt aus. Pastellfarben sind natürlich immer schön für Muster, weil sie da wirklich besser zur Wirkung kommen. Dieses Muster stricken wir jetzt gleich. Und zwar könnt ihr, wenn ihr möchtet, sofort hier unten anfangen. Das heißt, ihr nehmt eure Maschen auf und strickt sofort eine Reihe rechts oder links, wie ihr möchtet. Und dann hier zwei Maschen links, vier rechts, zwei links, vier rechts, zwei links, vier rechts. So wie euer Arbeitsstück denn auch sein sollte, so lang, so nehmt ihr denn die Maschen auf, also immer zwei linke, vier rechte, zwei linke, vier rechte. So machen wir es. Ihr könnt natürlich auch hier so ein Stückchen hochstricken, so, dass es dann so aussieht und fangt dann erst mit eurem Muster an, was ich vom optischen her, wenn man ein Bündchen unten dran hat, natürlich sehr schön finde. Ja, aber es müsst ihr dann selbst für euch entscheiden. Wir fangen bei diesem Muster jetzt gleich auf der linken Seite an. Ja? Also ihr strickt eure Reihe hin und her und dann linke Seite. So sieht die linke Seite aus. Also wir fangen jetzt an, von der linken Seite zu stricken. So, wir haben hier, habe ich meine Maschen, die zwei linken. Jetzt gehen wir her. Stricken die erste linke Masche von den vier und einen Umschlag. Wieder. Eine stricken, ein Umschlag. Eine stricken, ein Umschlag. Ja? Eine Strick, also Umschlag, eine stricken, Umschlag und zwei linke Maschen. Und wieder eine linke stricken, eine linke stricken, so Umschlag, Umschlag und zwei rechte. Und wieder. Ja. Und ihr wisst ja auch, den Umschlag nehmen wir immer so. Ja, das hier hin, die Nadel hinter dem Faden und hier und schon haben wir unseren Umschlag. Und zwei rechte, eine linke Umschlag, eine linke Umschlag. So. Ja. Und wieder unsere rechte Maschen. Und so sieht es jetzt aus. Seht ihr? So sollte es jetzt auch bei euch aussehen. Seht ihr? Ich stricke jetzt wieder meinen Rand in die zwei linken Maschen. So. Masche. Abheben, Umschlag fallen lassen. Masche abheben, Umschlag fallen lassen. Ja, zack. So sieht es jetzt aus. Jetzt gehen wir her. Ich mache mal den Faden zur Seite, damit ihr es besser seht. Nehmen diese zwei und die anderen zwei dahinter, die ziehen wir jetzt hier durch. So. Die legen wir hier auf der Nadel. So muss es jetzt aussehen. Jetzt stricken wir die. Eins, zwei, drei, vier. Und zwei linke. So. Masche abnehmen. Die gestrickte Masche nehmt ihr ab und den Umschlag lasst ihr fallen. Ja, so. Die gestrickte abnehmen, Umschlag fallen lassen. So, dann sieht es so aus. Ja, so, ich mache das mal hier weg. So sieht es jetzt aus. So habt ihr das vor euch. Stecht hier ein in diese zwei. So, und zieht diese zwei da durch. Legt sie auf die Nadel. Halt, wenn ihr es nicht so gut könnt, haltet diese zwei fest. Dann rutscht euch nichts weg. Und dann strickt ihr die hier
rechts. Eins, zwei. Sie ist immer noch über Kreuz. Drei, vier. Ja, so sieht's aus. So. Hoch. Schwuppdiwupp. So. Die dann rechts stricken. Und wieder zwei linke. So. Wieder hoch. Zack. Dadurch. Ihr haltet euch die fest, wenn ihr Angst habt, dass sie verrutschen können, dass sie nach hinten rutschen. Haltet sie einfach fest ein bisschen. Gibt mehr Sicherheit. Und dann strickt ihr die alle rechts. Und dann wieder hier unsere linke Masche. So, und so sieht es jetzt erstmal aus. Ja? Seht ihr? So sieht's aus. Dann drehen wir die Arbeit und stricken alle Maschen so, wie sie erscheinen. Das heißt, wenn ich jetzt hier rechte Maschen habe, dann stricke ich hier rechte Maschen. Wenn ich hier linke Maschen habe, dann stricke ich hier linke Maschen, ja? Okay. Das sind jetzt die Maschen, die ihr verschränkt habt, die ihr jetzt links strickt hier. Bitte. Und die strickt ihr wieder rechts. Hier wieder links die vier. Und wieder zwei rechte. So. Und wieder zwei rechte, wieder vier linke. Arbeit wenden. So. Immer die Maschen wieder so, wie sie erscheinen. Ja. So. Immer zwei linke, vier rechte stricken. Arbeit wenden, nochmal die hintere Reihe stricken, also die linke Reihe, denkt dran, das ist eure linke Reihe, so, ja, ihr könnt jetzt, wenn ihr wolltet, könntet ihr jetzt mit dem Muster wieder neu anfangen, aber ich mache das jetzt mal nicht, ich stricke jetzt erstmal ein bisschen höher, noch einmal hin und zurück und dann fangen wir nochmal mit dem Muster an, um zu zeigen, wenn da mehr Zwischenraum ist, bekommt das vielleicht von der Optik her auch für euch einen besseren Sinn, das mal zu sehen, wie man es dann gestrickt hat. Hat man schon einen anderen Blick dafür, ja? Machen wir jetzt nochmal so, noch einmal hin und zurück. Aha. Wie gesagt, die Maschen, die alle so stricken, wie sie erscheinen. Jetzt vorne auch nochmal und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Seht ihr? So sieht es im Moment aus. Jetzt nochmal rüber stricken. So. Zwei linke. Vier rechte. Und ihr wisst, unser Muster mit dem Umschlag ist immer auf der linken
Seite. Das heißt, ich stricke jetzt noch einmal rechts hier rüber, fange dann auf der linken Seite wieder mit dem Muster an, was ich euch jetzt eben gezeigt habe. Da fangen wir dann wieder an. Ihr könnt das noch einmal durchmachen zum besseren Verständnis. So, umdrehen die Arbeit und wieder anfangen. Ja, so. Fangen wir wieder an hier. So. Eine stricken, Umschlag. Ja. So, das macht ihr jetzt bis zum Ende immer. Wie wir das jetzt eben auch gemacht haben. Eine stricken, ein Umschlag. Ja, so. Und wieder zwei rechts. Eine stricken, ein Umschlag. So. Ja. Und zwei rechte Maschen, stricken, Umschlag. Ja. Wenn ihr das nachher mal, das geht in Fleisch und Blut über, dann könnt ihr das auch so flott. So. Und jetzt fangen wir mit dem eigentlichen Muster wieder an, weil linke Seite haben wir jetzt. Haben wir wieder unsere Umschläge genommen. Und jetzt fangen wir wieder hier an. So. Das sind so ein Rand hier. Jetzt fangen wir an, zwei linke. So. Masche fallen lassen, Umschlag fallen lassen. Zack, zack, zack. Da sind wir wieder. Diese zwei nehmen. Die da durchziehen. So sieht's aus. Da seht ihr schon das Kreuz. Die festhalten, wenn ihr das nicht anders könnt. Oder noch im Üben so, und die strickt ihr dann erstmal, die ihr durchgezogen habt. Die werden jetzt rechts gestrickt, die zwei Maschen hier. Oder die, ja genau, die zwei Maschen stricken wir jetzt hier rechts. Eins, zwei, und jetzt kommen die anderen zwei hier. Seht ihr diese zwei? Den stricken wir jetzt auch rechts. So. Und jetzt wieder zwei linke. So. Zack, den Umschlag einfach immer fallen lassen. So, damit es nachher so aussieht. Die zwei. Dadurch. Die wieder auf der Nadel drauflegen und dann stricken. Ja? So. Das ist euer eigentliches Muster. Und hier auch wieder, wir machen es mal bis zum Ende und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. So. So. Könnte so wie ich machen, ein bisschen stramm ziehen. Wenn ihr die dann durchgezogen habt und gestrickt habt, ja, so. Könnt ihr denn erstmal hier so, ne? So, und dann kommt wieder die linke Seite. So. Wir haben es jetzt hier mal ein bisschen höher gestrickt, um euch mal zu zeigen, wie es dann aussieht. Und das ist euer Muster. Und die andere Seite wird jetzt wieder so, die linke Seite wird jetzt wieder so gestrickt, wie sie hier erscheint. Vier linke, zwei rechte, vier linke. Und so durch. Und das ist euer Muster. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und ihr seid damit klargekommen. Wenn noch Fragen seid, fragt mich oder schreibt mich an. Ich erkläre es gerne nochmal. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und wenn ich irgendwas verbessern kann oder anders machen kann, meldet euch einfach. Ich bin gerne gewillt, mir eure positive oder negative Kritik anzuhören. Nur daraus kann ich lernen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis dann, eure Ute.